Fakten, 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 alles bis nicht raten, wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen gehen mit meiner Maus bei mir zu Hause, in meine Welt durchs Internet. Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Was liegt an heute? Soweit ich informiert bin, sollen heute die Kandidaten zur Klassensprecherwahl aufgestellt werden. Außerdem haben diese Brüder eine Abreibung verdient. So oder so. Ey! Ey! Das ist erst der Anfang, wenn du nicht tust, was ich dir sage. Wo ist sie da? Hey, was soll da? Wenn du kamst. Wir haben erstmal zwei Bewerber. Bannet. Das wird dir noch leid tun. In 3 Wochen bin ich dieses Teil endlich los. Ich bin froh, wenn ich das von diesem blöden Pickel auch sagen könnte. Er kommt ständig wieder. Als Zahnarztfrau bin ich sehr kritisch und nehme für meine Familie und mich nur dein Plus. Und mit der Zauberformel. Ich hasse ihr. Bin schon 12 und total stolz auf meine Schritte. Oder sind die 4. Oder die 5. Ich war noch nicht fertig. Ja, schöner warst du nicht. Nadine? Hast du über mein Angebot nachgedacht? Komm schon, willst du nur meine Vertreterin werden oder nicht? Gegenvorschlag. Wie wär's, wenn du für mich die Stellvertretung machen würdest? Was machst du denn hier? Müsstest du nicht längst an der Haltestelle sein? Schule fällt flach, wegen Elternsprechtag. Glücklicher. Habe ich denn jetzt dieses beknackte Geschichtsbuch? Du, Oliver, was möchtest du heute auf dein Schulbrot haben? Käse oder Wurst? Mir egal. Egal haben wir nicht. Käse. Okay. Falls du es noch nicht bemerkt haben solltest, ich bin im Stress und habe absolut keine Zeit. Mensch, das Teil suche ich die ganze Zeit. Du bist vielleicht eine Pfeife? Frag dich bloß, wer von uns beiden hier die Pfeife ist. Was soll das denn jetzt heißen? Ich will mein Basecap zurück. Hast du eine Reise? Du hast mich gelingt und die anderen auch. Von wegen mit den Jungs aus dem Internat läuft nichts. Das kannst du vielleicht deinem Hamster erzählen. Das ist schon wieder los? Gib schon her, das war für Freude und nicht für Verräter. Hier hast du das Mistding. Das muss das Marinubium sein. Hier steckst du also. Na, suchst du wieder irgendwelche No-Name-Sterne, die nach dir benannt werden sollen? Wenn du es genau wissen willst, du Ignorant, ich suche das Marinubium. Und ich suche das Mädchen, das rumgetönt hat, einen Videorekorder quasi im Halbschlaf zu reparieren. Hätte ich auch gemacht, echt, aber dazu bräuchte ich einen Lötkolben. Ist mir völlig Banane, was du dazu brauchst. Hauptsache, mein Videorekorder funktioniert wieder. Später, während wir Mathe haben, läuft ein Star Trek. Deep Space Nine. Den will ich unbedingt aufnehmen. Du stehst auf Science Fiction? Was dagegen? Kannst ruhig zugeben, dass Videotechnik nicht gerade dein Spezialgebiet ist. Muss hier ein Fachmann ran. Haha, müsst ihr nicht zum Unterricht? Wir haben die erste Stunde frei. Schüler müsste man sein. Ich weiß jetzt, wo ich so einen Lötkolben auftreiben könnte.
Augenhöhe, hab ich gesagt. Das ist ein Wahlkampf für die 6a gefühlt, die Giraffen oder Zwerge. Schönen guten Morgen. Darf ich auch hier eine kleine Denkhilfe für die Wahl 98 überreichen? Danke, ich habe mich schon entschieden. Du kannst mir gerne Denkhilfe für die nächste Mathearbeit schreiben. Wenn Nadine Klassensprecherin ist, wird Mathe sowieso abgeschafft. Findest du das nicht ein bisschen zu dick aufgetragen? Das mit dem Matheausfall war doch nur ein Joke. Fehlt bloß noch ein Videoclip. Das war eigentlich auch geplant, ging aber zeitlich nicht. Dafür haben wir einen prima Wahlkampfsong. Nadine, weil sie die Größte ist. Nadine, weil man sie nie vergisst. Nadine, weil sie die Größte ist. Nadine, weil man sie nie vergisst. Du, glaub nicht. Wahlkampf besteht zu 90% aus Show. In den USA gab es mal einen Senator. Der war doof wie Toastbrot und hat trotzdem... Was sagst du denn dazu? Wer es braucht? Ich find's sehr lächerlich. Das Mädchen mit Herz und Hirn. Klingt wie ein Sonderangebot vom Schlachter. Will einfach nicht hin. Die hat doch selber total die Muffe. Sieht doch ein Blinder. Abwarten. Wenn wir dann bitte anfangen könnten. Hat doch noch gar nicht geklingelt. Liebe Antje, das ist selbst meinen altersschwachen Ohren nicht entgangen. Trotzdem ist es inzwischen 8:03. Als dann. Kriegen Sie das in diesem Leben noch hin, oder soll ich eine Pausenglocke aus dem Musiksaal holen? Das habe ich gleich. Damit würden Sie mich unendlich glücklich machen, Herr Pasulke. Denn wenn man sich an diesem Institut auf etwas verlassen konnte, dann war es die Pünktlichkeit des Stundenzeichens. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn jetzt der Lötkolben? Keine Ausreden. Ich möchte mich nicht in Ihre verantwortungsvolle Arbeit mischen. Ich wollte Sie lediglich daran erinnern, dass... Habe ich den irgendwo liegen lassen? Dass eine Schule ohne Klingel ein Unding ist. Herr Pasulke, hören Sie mich? Ja, ja. Das ist wie ein Kaiser ohne Krone, wie ein Hafen ohne Lotse. Entschuldigen Sie, Herr Dr. Wolfert, ich muss erst meinen Lötkolben suchen. So, ihr Lieben. Gestern habt ihr die Kandidaten für das Amt des Klassensprechers aufgestellt. Und heute erfolgt die Wahl selber. Möchte noch jemand eine Wahlrede halten? Da Tom eine Rede halten will, ist es besser, wir begrenzen die Redezeit von vornherein auf 2 Minuten. Sonst sitzen wir an Weihnachten noch hier. Verehrte Frau Galwitz, haben Sie nicht vielleicht eine etwas größere Uhr? Die ist doch sehr klein. Tom, in der Kürze liegt die Würze. Bitte sehr. Ich weiß, dass einige von euch diese Wahl für nicht so wichtig halten. Ja. Zugegeben, sie ist auch nicht so wichtig wie die Wahl eines Präsidenten oder eines Papstes. Trotzdem geht es um sehr viel. Ein berühmter Wahlforscher hat mal gesagt, dass... Gut. Katharina oder Nadine? Das ist hier die Frage. Katharina. Ich selbst bin für einen Wechsel und ich kann euch auch sagen, warum. Nadine ist zwar noch nicht sehr lange in unserer Klasse, aber ich glaube trotzdem, dass sie eine verdammt gute Klassensprecherin wäre. Okay, das muss sie erst beweisen, aber ich sehe da keine Probleme. Denn mal ehrlich, schlechter kann es ja kaum werden. Oder wollen wir weiterhin zu Modenschauen gehen, die keinen interessieren? Nein! Uns auf Klassenfeiern langweilen, die wie Gala-Empfänger aussehen. Ich denke nur an Katharinas Buffet-Idee. Und wie oft hat Katharina im vergangenen Jahr gestöhnt, dass man als Klassensprecherin so irre viel zu tun hat? Geben wir ihr doch die Chance, sich von diesem Amt auszuruhen. Ich jedenfalls bedanke mich herzlich bei Katharina und gebe meine Stimme Nadine. Nein!
lieber abhauen? Könnten Oliver doch auch. Mach dir nicht ins Hemd. Läuft doch alles easy. Der Plan ist cool und wird auch genauso durchgeführt. Jetzt kannst du zeigen, auf welcher Seite du stehst. Los. Hm? Ah ja, Iris wird also jetzt Partei für die bisherige Sprecherin ergreifen. Iris, auch für dich gilt, 2 Minuten und keine Ausflüge in die Weltgeschichte. Und Uhr läuft. Also ich finde gar nicht, dass Katharina immer nur an sich denkt. Steh auf. Also ich finde gar nicht, dass Katharina immer nur an sich denkt. Wir wohnen ja zusammen und ich kenne sie besser. Super Rede. Sie kann auch total nett sein. Also ich meine, nett ist sie ja sowieso, aber beim Klassenfest hat sie die teuren Lampions aus eigener Tasche bezahlt. Die Arme und dafür wochenlang Zeitungen ausgetragen und Treppen geputzt. Ja. Da gibt es überhaupt nichts zu lachen. Ich finde, Katharina hat ihre Sache bisher immer ganz toll gemacht und das lasse ich mir auch von niemandem ausreden. Bist du fertig, Iris? Gleich. Also ich will ja gar nicht sagen, dass Nadine schlechter ist oder so. Ich finde nur, dass sie stolz auf so eine Klassensprecherin wie Katharina sein können. Zu mir hat sie jedenfalls immer gehalten. Ja, ja, und zum letzten Kostümfest hat sie ein Kleid geschenkt. Das sogar gepasst hat. Marco Umstandskleid. Herrschaften nicht unter die Gürtellinie, bitte. Ich will jedenfalls Katharina. Danke, Iris. Echt ein Crack. Hab schon gedacht, die Müller hätte ihren Geist endgültig aufgegeben. Routineangriff, was ich immer sage. Alles eine Frage des richtigen Werkzeugs. Trotzdem, wenn du videomäßig mal was aufgenommen haben willst, wo die fragen, jederzeit. Ist gewohnt. Ist doch schön, dass Pasolke so gut ausgerüstet ist. Muss man ihn wirklich lassen. Wo ist der überhaupt? Wahrscheinlich Noteinsatz, kaputte Glühbirne im Lehrerklo oder sowas. Warte doch mal, kannst du mal 2 Minuten deine Augen offen halten? Klar, aber wieso denn? Ey, was machst du da? Komm runter, wir müssen zum Unterricht. Ein Fachmann muss dem anderen doch mal helfen. Komm runter, das findet Pasolke bestimmt nicht witzig. Bin gleich soweit. Wie hat doch Herr Wolfert richtig bemerkt, wenn man sich auf etwas verlassen kann, dann auf die Pünktlichkeit des Stundenklingels. Der wird sich wundern. Gibst du mir mal bitte den Lötkolben? Das war für Olivers dicke Lippe. Und damit reiten wir den Fahrräder endgültig in die Grütze. Komm, es reicht. Hey, warte. Olivers Basecap. Katharina. Dreht euch mal wieder ab, ja? Ist bloß Strohfeuer. Das legt sich wieder. Nadine. Ja. Katharina. Nadine. Ole, ich muss doch bitten. Katharina. Das kann so nicht stimmen. Niedlich, das bilden sich die Verlierer immer ein. Dann stell doch mal nach. Wir sind insgesamt 12. An der Tafel steht aber 6-5. Ich kann diese kleine Textaufgabe auch einfacher formulieren. Kann das sein, dass du den Zettel übersehen hast? Nadine. Würde ich sagen. Somit haben beide Kandidatinnen 6 Punkte. 6 Points. 6 Punkte. Fassen wir noch mal zusammen. Kurz vor seinem Tode im Jahre 768 hatte Pippin seinen beiden Söhnen konkrete Teile des Reiches zugewiesen. Und wie das zwischen Geschwistern bisweilen so ist, der eine oder andere von euch kennt das sicher, kam es sehr bald zwischen den beiden Erben zu Spannungen. Kannst du mir bis hierhin folgen, Buddy? Völlig.
Hab nur gesagt, dass das endlich mal ein Argument für Einzelkinder ist. Naja, wegen dem Vererbungsstress und so. Schön, dass du so lebensnahe Lehren aus meinem Unterricht ziehst. Aber weiter. Die Witwe Pippins, Bertrada, versuchte zwischen den beiden Kontrahenten zu vermitteln und... Ich wundere mich nur immer über diese Namen. Es gibt nun mal im Stammbaum der Karolinger keine Andrea, Geraldine, Brit, Susi oder Liane. Aber, liebe Andrea, sicher wirst du uns noch mal wiederholen können, was letztlich den Bruderkrieg zwischen Karlmann und Karl verhindert hat? Komisch. Sonst kommen wir Wolfert schon in einen Entlung vor, aber heute... Alles ist dem relativ. Ja, halt, das ist ein Fehlalarm. Wir haben noch geschlagene 11 Minuten. Chaos, dein Name ist Pasulke. Es brach eine Völkerwanderung los und sie verheerte das ganze Reich. Das ist schon merkwürdig. Hat jemand von euch Pasulke gesehen? Was ist denn nur heute mit dieser Klingel los? Also, ihr Lieben, das erneute Wahlergebnis ist also wieder unentschieden. Und was passiert jetzt? Oh, danke. Kinder, ihr seid die Wahlversammlung. Und ihr müsst aus dieser Zwickmühle irgendwie heraus. Wie wär's mit noch einer Stichwahl? Was soll das denn bringen? Ich habe meine Stimme schon zweimal abgegeben. Punkt. Mach mich doch hier nicht zum Affen. Wie wär's denn mit dem eigenen Vorschlag? Wieso teilen wir nicht einfach das Amt? 6 Monate für jede Kandidatin. Ja, nun wieder. Wieso? Es gibt unzählige Beispiele für dieses Modell. Es gab schon 2 Kaiser, 2 Päpste. Da fällt mir ein, im alten Ägypten gab es mal 2 Pharaonen. Die hatten ein ähnliches Problem. Bitte verschon uns mit deinen Pyramiden-Stories. Aber im Grunde ist die Idee gar nicht so übel. Und wenn wir einfach losen? Ach nee, das ist immer total unnötig. Kleiner Vorschlag zur Güte, wir kombinieren einfach die beiden Möglichkeiten. Wie jetzt? Wir lassen eine Münze darüber entscheiden, wer die erste und wer die zweite Halbzeit-Sprecherin in dieser Klasse ist. Einverstanden? Von mir aus. Kopf oder Zahl? Kopf. Nadine, damit hast du Zahl. Gleich wird uns Fortuna sagen, wer zuerst in Amt und Würde kommt. Nadine! Das darf doch nicht wahr sein. Schau dir das mal an. Nicht schlecht. Klarer Fall. Da hatte ich jemand ganz besonders lieb. Wenn ich rauskriege, welche Saubacke das war, dann hat Fleisch schon gesagt. Sag mal, kommt dir das Teil nicht auch bekannt vor? Lag direkt neben der Stange. Der Typ wollte sich rächen, weil ich ihm zufällig eine reingesammelt habe. Los, 10 kleinen Jungs. Freund Oliver hat offenbar schon die Fliege gemacht. Was denn jetzt? Aufsetzen, Alter. Wir machen einen kleinen Dorfbesuch und klopfen unser Bauern mit Licht auf die Scheune. War echt eine verschärfte Kiste. Besser als jeder Krimi. Kannst du laut sagen. Hat mir echt leid getan für Tom, wenn du verloren hättest. Aber tickst du noch ganz richtig? Unsere Ex-Klassensprecherin tut sich noch ein bisschen schwer mit dem 2. Platz. Naja, auch verlieren will gelernt sein. Halt bloß die Klappe. Oh, oh, da ist aber jemand stinkig. Soll ich dir vielleicht lieber einen Beruhigungstee holen? Den trink mal schön selbst. Katharina, was willst du? Da die Wahl doch vorbei ist und du im halben Jahr eh wieder dran bist, könnten wir doch... Träum weiter. Wollt ihr noch Coca-Cola? Klar. Hey, junger Mann,
Das hier ist deine Eisdiele und keine Salon, eh? Die Jungs sind ja echt von einer schnellen Truppe. Aber stimmungsmäßig irgendwie schlecht drauf, finde ich. Weiß hier irgendjemand, wo Oliver Schuster steckt? Zu Hause ist die feige Socke nicht. Schau doch mal darüber, Rambo. Was macht ihr denn hier? Kleiner Betriebsausflug oder was? Sehr witzig. Wir suchen den Typ, der mir in der Schule die Reifen zerstochen hat. Was für Reifen? Tu doch nicht so, als ob du damit nichts zu tun hast. Dieses Teil haben wir nämlich am Tatort gefunden. Noch Fragen? Die gehört mir nicht mehr. Du lügst doch, wenn du nur das Maul aufmachst. Vielleicht eine Lappalie sein, ob es ein bisschen früher oder später bimmelt. Aber diese grobe Fahrlässigkeit untergräbt jede Form von Unterricht. Das ist ein Internat und kein Eiswagen, der seine Kundschaft nach Lust und Laune herbeitrommelt. Lieber Herr Kollege, der Vorfall ist zwar bedauerlich, aber noch nicht mehr zu ändern. Und ich denke, Herrn Pasulke wird dieser Fehler nicht noch einmal unterlaufen. Ja, wieso denn mir? Ja, wem denn sonst? Mir etwa? Ja, ich bin nicht erst seit gestern Hausmeister an dieser Schule. Ich habe die Klingel völlig korrekt eingestellt. Und wieso hat dann neuerdings eine Schulstunde nur 34 Minuten? Ja, diese Form von Kurzarbeit geht nicht auf mein Konto. Auf wessen Konto denn sonst? Die Heinzelmännchen sind bekanntlich im Ruhestand. Ja, die Heinzelmännchen schon, aber es gibt noch andere Experten an dieser Schule. Haben Sie einen konkreten Verdacht? Ja, und ob ich den habe, das war nämlich... Ach, nichts. Rotto, avete distrutto tutto! Macht, habt ihr fein gemacht, alles kaputt! Gratuliere! Echte Wertarbeit! Macht doch auch kaputt die Fenster! Hab ich immer frische Luft! Ihr bezahlte mir jede Pfennig. Nix mehr Cola, nix mehr Gelato. Nur noch Zahlen für Luigi. Zu Eltern. Und in Schule zu eurer Professore. Ihr musst haben wirklich reiche Eltern. Das wüsste ich aber. Oder wollt ihr Anzeige bei die Polizei? Mir egal. Ich kann euch aber auch ein Angebot machen. Cantare für Luigi. Cantare für Luigi? Nächster Samstag. Große Karaoke-Show bei Luigi. Gute Sänger, tolle Preise, super Stimmung. Wie jetzt? Sollen wir dann den Kasper machen oder was? Ich mache in keiner Kakaoshow mit. Teller waschen, Klo putzen, Tüten kleben, alles. Aber Olli als Störungskanone mit Mikro, ne, das läuft nicht. Entweder Show oder pagare, mir egal. Alles ist total genial. Alles ist, alles ist. Oh, Leute,